Es sind alles extrem Tierschützer. Ja, ich kann ihre Ansichten überhaupt nicht teilen. Wir diskutieren öfters drüber. Dass es ihr nicht so gut geht, das hat man auch gesehen. Und, sie ist dann gerade in diesen Situationen dann nicht der Typ, der auf den Tisch haut und der stark argumentieren kann. Und ich glaube, dass sie sich dann persönlich angegriffen fühlt und dass sie so, ja, das ist zu persönlich nimmt. Sie machen auch öfters Demos. Bei den Demos würde ich überhaupt nicht mitgehen. Sich für etwas einzusetzen ist eigentlich eine sehr positive Sache und ich finde auch Demonstrationen sind ein sehr wichtiger und ganz vitaler Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und ohne die eigentlich ein friedliches Zusammenleben gar nicht möglich wäre. Ich freue mich schon wieder, wenn ich nach Hause komme. Tschüss dann. Findet ihr zum Beispiel, dass ich extrem bin? Extrem in dem Sinn, was über Tierschutz und so läuft, da habe ich zu wenig Einsicht, wie das bei euch gehandhabt wird. Wir sind, das muss ich dazu sagen, wir sind alle für Tierschutz. Wir sind alle gegen Massentierhaltung. Wir sind gegen Tiertransport, die eben über tausende Kilometer gehen oder schon mehrere hundert Kilometer. Sind für mich zu viel. Für uns ist Tierschutz, dass sie artgerecht gehalten werden, dass wir keine langen Transportwege haben und so wie es bei uns ist, wir schlachten auf Tiere, dass wir die Einzelschlachtung machen. Ein Tier merkt vom anderen nichts. Das ist so eine Rarität, dass es in sein Weltgefüge ja nicht passt, weil sein Weltgefüge ist ja Riesenbetriebe, Massentierhaltung. Damit hat er eigentlich dann ja, hat er ja ganz was anderes im Kopf, als wir hier machen. Unser Körper, der braucht das tierische Eiweiß. Also ich zum Beispiel brauche kein tierisches Eiweiß. Also das ist ja totaler Unsinn. Wie ich umgestiegen bin auf vegan, mein Cholesterinwert ist um 50 gesunken. Und wir wissen alle, dass ein übermäßiger Fleischkonsum zu vielen Krankheiten führt, wie Herz-Kreislauf-Erkrankheit, Erkrankungen, Arteriosklerose, Diabetes, Fettleibigkeit. Es ist wie aus einer Infobroschüre. Ja, er spricht drüber. Und wenn er dann diese 10 oder 15 Sätze gesagt hat, dann ist es für ihn zu Ende. Aber da klingt nichts Persönliches mit, wo ich das Gefühl habe, er wäre da verbunden damit. In Wiener Neustadt gibt es heute veganen Kochunterricht. Mit Tofu-Kochen will schließlich gelernt sein. Also geplant ist, dass wir jetzt mal dir zeigen, was man ohne Fleisch kochen kann. Ja, wenn du zum Beispiel das Händel panierst und außerbockst, wäre super. Du kannst aber natürlich gerne am Gemüse vergreifen, weil du hast ja gesagt, du bist auch ein Gemischtköstler natürlich und ja, ist dafür Gemüse. Wozu sieht das Händel aus wie ein Händel, wenn es doch nur labbriger Tofu ist? Jürgen, du hast früher auch Tiere zerlegt und gekocht. Ja. Fällt dir das nicht manchmal? Nein, ganz bestimmt nicht, im Gegenteil. Also, wenn ich heute tote Tiere angreifen müsste und verarbeiten müsste, dann graust es mir eher. Also da kommt schon ein gewisses Ekelgefühl auf, wenn ich mir denke, das ist jetzt eine Leiche. Und das Ekelgefühl, ich würde es nicht als Leiche bezeichnen. Ich sehe das als knuspriges Huhn und das nicht als Leiche. Ja, wenn es fertig ist und am Teller liegt, ist es ja was anderes. Aber wenn du das rohe Stück Fleisch hier liegen hättest jetzt, ne? Ja, aber ich sehe das nicht als Leiche. Naja, gut, du siehst das nicht, aber es ist es, ne? Also im Prinzip ist das das Gleiche, wie wenn eine Menschenleiche hier liegen würde, ne? Ja, ich finde es, wenn er als Leiche bezeichnet, das ist so extrem, das ist... Ja, ich kann das überhaupt nicht so bezeichnen. Eben für mich sind das eine Tiere und das andere sind Menschen und wir sind keine Kannibalen, wir essen keine Menschen. Eben, ich finde, die Tiere sind schon immer gegessen worden. Du kannst das Kadaver nennen, du kannst das Fleisch nennen, aber es ist trotzdem ein totes Lebewesen, das beim Menschen Leiche nennst. Und das ist nur ein anderer Ausdruck, aber im Prinzip stimmt's. Ja, wir reden nicht von Menschen, wir reden von Tieren. Ja, wir haben halt und ethnisch ist das anders als ein Tier ist ein Tier und ein Mensch ist ein Mensch. Ich würde das aus ethnischen Gründen... Ja, wo siehst du den Trennungsstrich? Ja, eben für mich ist ein Tier und ein Mensch ist ein Mensch. Ein Na, Mensch aber ist wo ist die Grenze zwischen Tier und Mensch? Du stellst mir so eine Frage, die ich so schwer beantworten kann. Du musst es ja nicht sofort beantworten, wir haben noch Tage Zeit, ja, darüber zu reden. Ja, ich bin auf seine Fragen überhaupt nicht vorbereitet. Und ich kann auf seine Fragen gar nicht so schnell Antwort geben, weil... Ich sehe das total anders. Ich denke mir, dass die Diskussion während dem Kochen heute schon ziemlich hart war.
Also da war sie schon etwas in die Enge gedrängt, weil sie hat sich nicht mehr aufs Kochen konzentrieren können. Sie hat das zweite vegane Huhn nicht mehr paniert, sie hat das einfach vergessen, weil sie, glaube ich, nach Argumenten gesucht hat und keine gefunden hat. Ich denke nur, wenn ich ein Händel essen will, dann möchte ich ein richtiges Händel essen und kein Tofu-Händel. Und wenn ich ein Schnitzel essen will, möchte ich auch ein richtiges Schnitzel essen. In Hönigsberg werden frische Schweinehälften geliefert. Und Martin muss für Felix einspringen, da der nicht mithilft. Der greift ja nichts an. Das ist ja Veganer. Das ist ja schon genug, wenn er schaut. Haben wir einen da, Spezialisten. Erst am Anfang sehen wir schon, dass es da Probleme für uns gibt, diese Woche jetzt da durchzubringen eben und ihn irgendwie einzubinden. Es fallen sonst fast keine anderen Arbeiten an, wo er nicht mit Fleisch und Wurst in Berührung kommt. Wir sind eben mal ein fleischverarbeitender Betrieb und ein produzierender Betrieb. Und da läuft es den ganzen Tag eben, geht es den ganzen Tag nur um Fleisch und Wurst. Die Tiere da so sehe, drängen sich mir ein paar Fragen auf. Also würdest du jetzt noch im Moment, wenn man die so sieht, schauen fast noch so aus, wie damals wir es noch gelebt haben, sagen schon, es ist für dich eine Ware oder ist es für dich trotzdem noch ein Lebewesen oder war es mal eins? Jetzt ist es eine Ware für mich, ja. Und bis vor zwei Tagen hat es noch gelebt? Vor zwei Tagen hat es noch gelebt, ja. Er ist eben ein totaler Tierschützer und sieht das eben so, dass für ihn keine Tiere sterben sollen. Aber eben in der Gesellschaft und in unserer Kultur ist schon seit vielen hundert oder tausend Jahren so, oder ist es so, dass eben wir Fleisch essen, dass eben Tiere gezüchtet werden, gemästet werden und geschlachtet werden, das ist eben in unserer Kultur. Wir können nicht jedes einzelne Tier fragen, willst du weiterleben oder willst du sterben? Also würdest du zum Beispiel auch andere Tiere wie Hunde oder Katzen oder Affen irgendwie verarbeiten? Also das ist nicht, das nicht in unserer Kultur. Es gibt Kulturen, die eben vielleicht Affen essen, es gibt Kulturen, die China, die Hunde essen. Und du hast selbst gesagt, die hat einmal Fleisch sehr gut geschmeckt. Mhm. Gut, du denkst heute anders. Aber der Großteil der Menschen verlangt Schweinefleisch oder noch Rindfleisch und wir verarbeiten das und das ist eben in unserer Kultur so verankert. Wenn es darum geht, um die Frage, wie man Tiere behandeln sollte, ob man Tiere nutzen soll oder nicht, sollte man eher auf gewisse kognitive Fähigkeiten wie Leidensfähigkeit, Intelligenz, Bewusstsein achten und nicht darauf, ob es immer schon so war. Weil auch viele andere Sachen wie Sklaverei hat es früher gegeben und heute, Gott sei Dank, haben wir das abgelehnt. Endlich kommt auch in Wiener Neustadt die Videobotschaft an. Welche Seelenqualen leidet Fanatiker Felix wohl in Marthas Fleischereibetrieb? Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr sicher von der Martha schon gehört habt, ich bin in einer Fleischerei mit Schlachtbetrieb gelandet. Das ist natürlich für mich nicht immer ganz einfach. Also zum Beispiel jetzt gerade sind noch die Schweinehälften angeliefert worden und habe wieder mal darüber nachgedacht, dass das Lebewesen sind oder waren und jetzt hinter mir im Kühlraum hängen und ausbluten, dass es eine traurige Sache ist. Es ist eigentlich so kein großer Unterschied zwischen Schweinen und Menschen. Also ich meine, die Farbe ist die gleiche, die Größe ungefähr. Und eigentlich hätte auch eine Felix-Hälfte hängen können. Aber andererseits, ansonsten ist es hier sehr nett und ich bin sehr gut aufgenommen worden. Also ich glaube, der Hans und der Martin, der Hans ist der Chef da und der Martin ist sein Sohn. Wir verstehen uns recht gut. Ja, ich war sehr erleichtert, wie ich den Felix gehört und gesehen habe in der Videobotschaft. Ich habe mir gedacht, ja, er wird es ziemlich schwer haben, aber ich glaube, es läuft alles, es ist alles okay. Ja, ansonsten habe ich auch gesagt, dass ich hier im Schlachtbetrieb und in der Fleischerei
aus Gewissensgründen nicht mitarbeiten möchte. Ich glaube, dass der Felix sich dazu angepasst hat wie die Martha hier, weil man ihn so gut behandelt hat. Ja, der Felix ist mit nichts konfrontiert worden, bis jetzt zumindest, glaube ich, zumindest hat es so geklungen, ne, was irgendwie ihn jetzt ausrasten hätten lassen können oder ihn einschreiten hätten lassen können. Ja. Also ich freue mich schon, euch wiederzusehen, Leute. Martha, ich bin schon gespannt, dich mal persönlich kennenzulernen. Und Susanne, ich vermisse dich und freue mich schon, dich wiederzusehen. Es kann ja sein, dass er verflochtet wird, ne? Mhm. In weiter Früh. Ich weiß nicht, was er dann tut. Aber es ist auf jeden Fall dann nochmal um einiges härter. Ne? Er kann es natürlich nicht demonstrieren vom Geschäft, ne? Das schaut blöd aus, wenn er steht und demonstriert. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bewirken ja, würde. Ne? Okay. Weil wenn wir, so wie wir es machen, vor einem Pelzgeschäft zum Beispiel demonstrieren, dann ist ja das auch ganz was anderes. Also wenn ich jetzt in Hönigsberg stehe und vor der Fleischerei demonstriere. In Hönigsberg wird gemeinsam Mittag gegessen. Dabei weiht Felix, Hans und Gerti in ein Geheimnis ein. Denn Veganer dürfen doch Fleisch essen. Für viele Leute, die vegan leben, also für die meisten, die ich eigentlich kenne, da geht es nicht darum, dass man jetzt den Körper frei und rein von tierischen Produkten haltet, sondern da geht es eben darum, dass wenn man ins Geschäft geht und etwas kauft, zum Beispiel eben eine Leberwurst, das Fleisch oder einen pflanzlichen Aufstrich, dass das bewirkt, dass dann je nachdem, was man kauft, diese Ware nachbestellt wird und neu produziert. Und die meisten veganen Menschen, die ich kenne, die wollen eben nicht durch ihren Konsum, durch ihr Einkaufen, dass mehr Leberpastete produziert wird, sondern die wollen, dass mehr pflanzlicher Aufstrich produziert wird. Ja, aber das heißt dann, dass eben Veganer unter diesen Umständen doch tierische Lebensmittel in dem Sinn essen können. Also mir erklärt, dass unter gewissen Umständen die Veganer doch Wurst und Milchprodukte und Produkte von Tieren essen können. Also ich war mal baff, als ich das gehört habe. Wenn ich das jetzt so weiterspinne und ich würde sagen, ich schließe morgen meinen Betrieb, weil eben er nicht mehr rentabel ist und da lagern dann noch einige hundert Kilo Fleisch und Wurst. Also die Menschen, die könnten das essen. Wenn Lebensmittel, die vom Tier stammen, weggeschmissen werden von Supermärkten, macht es ethisch einen Unterschied, würde ich meinen, ob man die weggeschmissenen Lebensmittel, die vom Tier kommen, konsumiert oder ob man selbst in den Billa geht und dort einkauft und somit finanziell diese Praktiken, die man nicht gut findet, unterstützt. Das war etwas, was für mich überhaupt nicht verständlich ist, was ich total, wirklich total jetzt witzig empfunden habe, wo ich sagte, das passt mir jetzt überhaupt nicht in das Weltbild derer, was ich jetzt von Ihnen habe. Heute ist ein großer Tag. Es wird gegen Pelze demonstriert. Doch Martha schockt alle mit einer klaren Ansage. Macht euch fertig, Leute, wir fahren nach Wien zur Demo. Juhu! Ich komme nicht mit zur Demo. Was, da fällt der Fritz so aus? Nein, ich bin keine Demonstrantin. Ja, aber das ist eigentlich kein Problem. Also wir machen jetzt nichts Illegales oder so. Also wir haben Plakate und Flugblätter. Die Demonstrationen sind meistens radikal und eben die meisten finden das dann radikal. Du könntest ja zum Beispiel nur Flugblätter verteilen, du musst nicht demonstrieren. Willst du das machen? Nein, das mache ich auch nicht. Echt, du willst ja nur Flugblätter verteilen?